Hi, meine lieben Schnudis, und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Pascal und ich waren gerade die ganze Zeit unterwegs und es wird jetzt relativ spät, aber es wird einen Rossmann Live Haul geben, ne? Ja. Wenn es denn sein muss. Wenn es denn sein muss. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich bin jetzt einmal hier bei den Regenschirmen und hier fangen wir jetzt auch mal an, denn ich brauche einen Regenschirm. Beziehungsweise ich brauche direkt zwei, weil ja, morgen ist Hochzeit. Zu meinem Glück regnet es morgen an meinem Hochzeitstag. Deswegen, ja gut, die haben hier jetzt nur so hässliche, so entweder grüne oder so tropfenförmig. So, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so nice. Ein Regenschirm kostet übrigens 6,49 Euro, so ein Minischirm. Ganz normal zum Selbstaufklappen kostet 3,49 Euro. Ein normaler Stockschirm kostet 3,99 Euro und ein Premium-Stockschirm mit Knopf, also hier zum Beispiel, der würde 8,49 Euro kosten. Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig. Ich nehme dann einmal und zweimal mit. Ich bin jetzt hier gerade bei diesen Catrice-Concealern und Leute, könnt ihr hier eigentlich irgendeinen Unterschied sehen? Das unten, also das, wo mein Daumen ist, das ist die Nummer 05, Light Natural. Und das da oben ist einmal Natural Rose, weil ich habe gerade 010 Porzellan und die haben den leider dunkler gemacht. Also ich kann euch das nochmal zeigen, Moment. Okay, irgendwas läuft hier gewaltig schief. Der obere ist jetzt meiner, den ich habe, 010 Porzellan. Ich schwöre euch auf alles, was mir heilig ist, der ist nicht so hell. Der ist um Weiten dunkler. Also das muss dann eventuell noch ein alter Tester sein, weil der ist eigentlich um Weiten dunkler. Jetzt kommen die unteren so ein bisschen dunkler vor als der obere. Ich kack ab, Alter. Ich kack wirklich ab, Leute. An sich sehen die aber auch irgendwie alle gleich aus. Junge, welchen soll ich denn jetzt nehmen? Ach, scheiße. Okay, ich versuche jetzt einfach auf gut Glück die 007. Und zwar ist das Natural Rose. Mal gucken. Oder? Ach, wisst ihr was, Leute? Ich nehme... Ach, die 05 gibt's gar nicht. Es gibt 36, ist irgendwie ein bisschen durcheinander hier alles. Ne, 05 gibt es nicht, dann versuche ich mal 07. Taucht die Catrice Mascara hier eigentlich nochmal irgendwie irgendwann mal wieder auf? In wasserfest? Das ist meine Lieblingsmascara, aber die ist schon seit Ewigkeiten ausverkauft. Jetzt gucke ich hier gerade noch einen schönen Lippenstift, irgendwas, was schön schimmert oder sowas. Wollen wir mal schauen. Ich liebe ja die Lippenstifte von Catrice aus dieser Reihe hier, vor allem die Matte-Serie. Die Shiny-Reihe hatte ich jetzt noch nicht so oft, aber die sind butterig weich und gerade für trockene Lippen wirklich sehr gut geeignet. Und ich weiß nicht, ob ihr das jetzt irgendwie hier sehen könnt. Ich habe hier einmal unten den hier, die Nummer 010, also ganz links. Und oben habe ich die Nummer 060, also da die. Und ich finde... beide voll schön. Ich weiß aber nicht, welches ich mitnehmen soll. Ich glaube aber, das obere ist ein bisschen too much, ein bisschen zu viel, ein bisschen zu heftig. Ich glaube, ich nehme mal den unteren mit. Das sieht so ein bisschen dezenter aus. Oder? Ja, ich glaube, ja. Ich nehme mal den unteren mit. Der sieht so ein bisschen so Champagner-mäßig aus. Kostet 4,45 Euro. Halleluja. So, den nehme ich jetzt mit. Shine Bomb 010. Ja, auch noch so richtig schön. Mit so einem lila und schwarzen Farbverlauf. Und dann brauchen wir auch nochmal einen Lip Liner irgendwie dazu. Irgendwas Helles, irgendwas Schönes. Ich glaube, das ist so das Hellste, was die haben. Kosten 2,45 Euro. In der Nummer 010. Anders, was auch immer, da Chick. I don't know, den hier. Ich sehe gerade von Schäden, es ist was im Sonderpreis. Und zwar die Masken hier. Und meine Mama mag die wirklich sehr gerne. Für 1,40 Euro nur. Und hier von Lavera für 2,30 Euro. Ich nehme mal von den Tuchmasken 4 mit und davon mal 2. Die haben hier so richtig süße Bücher. Peppa Pig haben die hier. Paw Patrol. Was haben die hier noch? Rätsel. Wisch und Weg. Spielspaß. Mitmachblock. Also die haben hier wirklich richtig viel. Peppa Pig, mein großes Malbuch. Richtig cool. Was kosten die? 6,99 für ein Buch. Finde ich jetzt vollkommen in Ordnung. Was haben wir hier? Hier haben wir so ein Pikachu-Puzzle. Ganz viel in Pikachu. Kuhhandel.
Wer kennt Lotti Karotti noch? Oh, ich hab's geliebt. Ich hab's geliebt. Morgen ist für mich Kuchentime und ich brauche einmal so ein Kuchendingsbummens. Ich habe einen zu Hause, aber einer wird zu wenig sein, da ich zwei Platten haben werde. Deswegen nehme ich jetzt einfach noch einen mit. Und der hier kostet 3,99 €. Spielewelt wird jetzt für mich gerade auch sehr interessant. Ich habe nämlich was auf TikTok gesehen und wollte mal gucken, ob die das auch so haben. Und zwar hatten die gezeigt gehabt auf TikTok, dass es solche Disney-Figuren gibt, aber halt, ja, wie nennt man das? So eine Surprise-Tasche? Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Sowas ähnliches hier halt. So eine Magic Box. Ich habe keine Ahnung. Ich wollte einfach mal gucken, ob die das jetzt hier auch haben. Aber sieht bei uns jetzt zumindest nicht danach aus. Da unten gibt es ein bisschen was. Das waren aber solche Tütchen. Nee, also ich sehe jetzt gerade hier nichts. Was haben wir auf der anderen Seite? Ist halt sowas ähnliches, so, wisst ihr? Waren halt solche Disney-Tütchen. Aber ich würde mal sagen, hier bei uns werde ich nicht ganz fündig. Obwohl da hinten... Sowas war das halt, nur von Disney. Hier haben wir was von Hot Wheels. Was ist das, Hot Wheels? Hier haben wir Harry Schlotter. Harry Schlotter. Ich habe jetzt hier Fortnite gesehen. Und irgendwas mit Dinos. Aber Disney nicht. Krass, es gibt noch Pokémon-Karten. Okay. Ich habe jetzt hier nochmal bei Dekoration was Interessantes für mich gefunden. Und zwar einmal so Konfetti. Und das gibt es ja halt auch in Weiß und Roségold. Oder hier auch halt in Blau. Ja, und halt so. Ich finde das ganz schön, deswegen nehme ich mal das hier in Roségold mit. Und hier einmal so ein Konfetti-Ballon. Finde ich auch richtig, richtig schön für 2,99 €. Und nochmal solche hier. Finde ich auch sehr schön. Für 1,69 €. Wir versuchen uns dieses Jahr mal ein bisschen mit selber, wie nennt man das? Anpflanzen, keine Ahnung. Pascal hat jetzt eine Packung Tomaten mitgenommen. 4,4 €. 79 Cent. Wollen wir es nur mit Tomaten versuchen? Ja. Nur Tomaten? Guck mal, hier gibt es noch so Mini-Gürtchen. Okay, dann versuchen wir es mit Tomaten. Schau mal, Schatz, die haben hier so richtig süße. Verschlappt. Den dann schön an der Fort. Der ist so süß. Ja, der andere passt besser. Der hier? Der sieht eher aus wie du. Oh, danke schön. Der sieht eher aus wie ich. Die kosten 3,49 €. Ach, guck mal hier, perfekt was für die Badewanne. Niedlich. Ich brauche Reinigungstücher, Abschminktücher. Ich nehme jetzt mal die hier mit. Ich habe ja keine bei DM bekommen, weil die ausverkauft waren. Jetzt nehme ich die mit dem süßen Hasen mit. Süß, oder? Süß. 95 Cent kosten die. Beim Deo angekommen, brauche ich auch nochmal neues Deo. Und ich habe mir gedacht, ich nehme jetzt einmal das hier wieder mit. Das ist einmal von Isana Deo Spray Fresh. Ich hätte das einmal weiter verschenkt gehabt, weil ich das so gut finde zum Testen. Und deswegen habe ich jetzt einfach keins mehr, beziehungsweise ich habe noch, aber wenn es leer ist, habe ich halt keins mehr. Und ich wollte gerne einmal das hier wieder mitnehmen. Das habe ich vor 2 Jahren, 1,5 Jahren, keine Ahnung, habe ich das sehr, sehr gerne benutzt. Das kostet 1,39 €. Das ist so ein Wasser. Ja, ich finde das richtig gut. Also Isana Peach Blossom Deo. Richtig, richtig, richtig gut. Genau wie das Sensitive. Wie die anderen sind, weiß ich nicht. CD ist nicht so mein Favorite, aber das hier von Isana ist tippitoppi. Und jetzt sehe ich auch gerade, was haben die hier? Ich glaube, das ist eine neue Verpackung. Also das kenne ich jetzt schon. Aber das... Parfum Deo Floral Romance Intensiv Florales Dufterlebnis. Okay, und ich nehme mal direkt nochmal was für meine Mama mit. Und zwar das hier für 1,95 €. Eine wunderschöne Abteilung. Bleiben Sie hier. Was fliehen Sie? Ich nehme jetzt nochmal Intimo mit. Ich bin gerade das hier am Benutzen und Leute, spart euch das Geld. Das ist absolut scheiße. Das ist absolut scheiße. Nee, da kommt einfach nur so ein komischer Schaum raus mit ganz viel Luftbläschen. Einfach kacke. Jetzt weiß ich nicht. Grün oder pink? Was nehmen wir mit? Grün. Mild Fresh für 2,29 €. Warte, Stäbchen. Habe ich doch gerade erst gekauft bei DM. Können wir uns sparen. Hier,
Das muss in den Köpfchen. Bist du schon im Spielemodus? Wusstest du nicht, Männer bleiben immer Kinder. Spielzeug wird nur teurer. Männer bleiben immer Kinder. Spielzeug wird nur teurer. Alles klar. Ey, guck mal, Mario Kart, wie cool. Auf der Banane rutschst du aus, ne? Ey, richtig cool. Ich habe auf TikTok habe ich so Päckchen gefunden, also solche ähnlichen Päckchen mit so Disney-Figuren drin. Ne? Leider sind wir jetzt hier gerade in einem anderen DM Hausmann. Und auch hier finde ich die leider nicht. Schade. Ich hätte die sonst sehr gerne mit euch ausgepackt. Die Harry Potter-Dinger sind echt teuer. Die kosten 3,40 € die Packung. Und damit kenne ich mich halt nicht so gut aus. Oh, zurück in die Pokémon-Welt. Ja, das weiß ich. Wolltest du neue Dinger nachkaufen? Die sind bei dir fast alle. 3,99 € oder rollst du schlicht weiß? Es gibt hier noch normale weiße. Weiß. Ja, dann nimm mal mit. Du hast nämlich keine mehr. Die gehen bei dir ratzefatze leer. Ja, du brauchst so viele. Dankeschön. Kann es sein, dass es dir zu gut geht? Checken wir mal ab, was für Topmodelbücher die hier haben. Oder Ballett. Ja, wollte ich jetzt auch nicht. Aber ich gucke es mir gerne an. Ich habe es geliebt, als ich klein war. Hier haben wir noch was von Topmodel. Ich war damals Lexi. Als ich damit angefangen habe. Oh, voll weich. Sind aber halt auch arschteuer. Im Übrigen gibt es hier auch sowas. Also so ein Haarband und meine Jacke ist mal wieder aufgeplatzt. Das finde ich ganz süß. Mit diesen Hasenöhrchen. Schatz, das würde dir bestimmt super schön stehen. Ja. Ein Häschen wär's. Wir hätten hier auch noch rot. Wäre das nicht die Idee? Guck mal hier. Häschen mit rot. Würde das richtig schön aussehen. Kostet 3,99 €. Ich bin jetzt hier bei diesen ganzen Dosen und so ein Krams. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich nehme mal so einen kleinen Mini-Messbecher mit. Weil ich das halt schon, ja, die letzten Mal öfters hatte, dass ich nur so ein bisschen was umrühren muss. Und dann habe ich immer den großen genommen und dann war der halt schmutzig, aber den habe ich für was anderes gebraucht und so viele Messbecher habe ich halt einfach nicht. Deswegen nehme ich einmal den hier mit, der kostet 1,49 €, ist auch der letzte. Aus Glas möchte ich das nicht gern mitnehmen. Und hier haben wir, das ist das Mixbecher inklusive Mixscheibe. Okay, auch für Milchschaum. Für 2,99 €, nö, brauche ich nicht. Bleiben wir mal bei denen hier. Ganz wichtig, hatte ich vergessen gehabt, bei DM zu kaufen. Ich hoffe, dass die halt auch auf die von DM passen. Genau, einmal solche Fusselrollen. Ich habe das Gefühl, die werden jedes Mal weniger und weniger. Kann das sein? Keine Ahnung. Kosten 1,39 € zwei Stück. Ich hoffe. Aber eigentlich sehen die genauso aus wie die von DM. Hauptsache eine neue kostet 79 Cent. Wow. Hoffe, es passt. Was ich nicht alles so finde, Leute, wenn ich nur kurz hier bei Rossmann reinlaufe, weil ich bin jetzt das zweite Mal hier, ganz spontan mit Pascal hier reingelaufen. Ich brauche Staubtücher. Auch da habe ich eigentlich einen von DM, aber da habe ich mal wieder nicht dran gedacht, als ich dort war. Super. So, was haben wir hier? Staubwischerset. Ersatzdinger. Ja. Ersatzbezüge für 1,99 €. Sind das jetzt die richtigen? Da hinten haben wir auch nochmal Ersatzbezüge. Aber ich glaube, das sind dieselben. Sofa ist mir ein kleines bisschen zu teuer. Nee, dann nehmen wir die nochmal mit. Jetzt war ich eigentlich gerade schon an der Kasse. Wir wollten bezahlen. Aber ich brauche noch Klopapier. Und ich sehe schon, ist ein bisschen teurer geworden. Hier alles im Allgemeinen ist Klopapier wieder teurer geworden. Ich freue mich ein Ast ab. So, 3,25 € würden halt die kosten. Drei Lagen. Die würden 2,79 € kosten. Ich nehme jetzt einfach das hier mit von Alouette. 2,99 €. Ist halt trotzdem ein bisschen, was du sparen kannst. Und das hatte ich schon mal. Das ist gut. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich würde mich sehr über ein Däumchen nach oben, über einen Kommentar und über ein kostenloses Abo freuen. Vergesst auf gar keinen Fall, wie immer, hier links oder rechts, wann lerne ich das endlich, das Bildchen zu aktivieren. Sonst verpasst ihr auch in Zukunft keines meiner Videos mehr. Und wünsche euch jetzt allen noch einen wunderschönen Montagabend. Tschüss, ihr Lieben. Und warum nicht einen Dienstag? Weil wir Montag haben. Und wenn ihr das erst morgen früh oder morgen nach. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Tschüss. Ciao.